Und damit herzlich willkommen zurück zu Absolof End of Gods. Ja, es ist ein bisschen her, ich muss gestehen, aber es sind auch noch andere Spielchen dazwischen gekommen und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Metal Hellsinger. kam halt da und das Chaos mit RimWorld. Naja, muss ich nicht wiederholen. Wir sind hier in Niflheim und suchen den nächsten Schlüssel. Und so weit hier waren wir bisher noch nicht. Alles klar. Nebenbei, ich habe ein bisschen an meinen Einstellungen gewurschtelt und ich glaube, diesmal bin ich nicht durchsichtig und ich glaube, es flammert auch nicht mehr so viel. Dafür ist irgendwie die Grafik ab und an mal ein bisschen hakelig. Wenn ich mal eben machen würde, fällt mir so gerade auf, hätte ich auch überhaupt nicht, während ich hier hingespielt habe, das mal einmal machen. So. Ich würde gerne nämlich bei ungefähr 60 FPS bleiben. Ich weiß, ihr kriegt das nicht mit, weil ich glaube, ich auf 48 FPS aufnehme. Oh. Okay. Dann machen wir das mal. Wow. 3, 4, 5, 6, 7. Dankeschön. Ja, ich habe nie gesagt, dass ich das gut kann. Aber ich spiele natürlich jetzt auch überhaupt nicht auf dem Kanal ein Rhythmusspiel. ist ja auch bescheuert, ne? So. Alles klar, dann müssen wir doch über die Brücke, die wir da gesehen haben. Ne, hier da hoch will ich nicht mehr. Ich habe alles soweit aufgesammelt, glaube ich, was ich beim letzten Mal auch aufgesammelt habe. Weil der letzte Speicherstand ist tatsächlich schon ein Momentchen her. Der war noch bevor wir überhaupt durch das Portal gegangen sind. Aber so ist das manchmal, ne? So, jetzt müssen wir nach oben. Und dann einmal hier herum und da herum und einmal hier lang. Und dann schauen wir mal, ob wir einen Schlüssel finden. Weil unser Auftrag ist, finde einen Absolof-Schlüssel. Oh, warte mal, wir haben nur noch 5 von diesen Dingis zu finden. Das ist halb betrüblich, halb gut. Ich weiß noch nicht genau, wofür ich mich entscheiden will. Hier haben wir also nichts vergessen. Schön hier oben. Auch die ehemaligen Mitarbeiter von unserer Katja Svensson, ne? Ist die Svensson? Ich weiß nicht. Ich habe es jetzt irgendwie zweimal gehört. Egal. Einmal Türchen öffnen. Weil Stufe 4 dürfen wir, ja. So. Okay. Ich kann verstehen, warum man hier Depressionen entwickelt. Bei solchen Geräuschen die ganz... Oh, guck mal. Oh, oh. Loki war aber nicht so groß, oder? Nein, du versuchst das nicht. Wir können zwar springen, aber nein, wir versuchen das erstmal nicht. Ich habe das Gefühl, dass das eventuell schlecht wäre, da hochzuspringen. Luftschleuse rotieren, das machen wir jetzt. Oh, da ist der Speicherpunkt. Na klar, natürlich ist er da. Wo sollte der denn sonst sein? Ich erwarte irgendwie bei solchen Luftschleusen immer, dass da etwas lang läuft. Aber erstmal speichern. Spiel wird gespeichert. Schlurp. Was soll schon schief gehen, ne? Famous last words. War das My Chemical Romance mit Famous Last Words mit dem Lied? Ich wollte auch sagen, der sieht nicht tot aus. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie dachte ich mir, diese Spitzen da vorne, die bewegen sich bestimmt gleich. Dann, tschüss. Grüß Tante Gerda von mir, wir haben lange nicht mehr gesprochen. Da schläft einer. Sind die alle nicht tot und schlafen alle einfach nur? Also der mit dem offenen Auge höchstwahrscheinlich nicht, sagen wir mal so. Das wäre ungut. Ah, guck mal. Ich wollte auch sagen. War bestimmt noch einen von denen. Noch 11 Stück. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn wir alle haben.
Vermute ich jetzt einfach mal nicht. Ich habe mich übrigens auch mal weiß angezogen, dann sieht man auch meinen Körper. Dann ist es nicht so eine bleiche Fresse, die hier so in der Kamera herumschwirrt. Der schnarcht. Der scheint auf jeden Fall einen sehr, sehr tiefen Schlaf zu haben. Psst. So, und wir kommen nie wieder zurück. Ja, 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 böses Spiel. Okay, auf der Seite ist keiner. Also ein bisschen... Okay, man sieht gar nicht, ob ich diese Sicht habe oder nicht gerade hier. Naja. Ich denke, wir lassen den mal schlafen. Stell mir vor, du müsstest hier lang gehen, jeden Morgen zur Arbeit. Bester Weg. Macht bestimmt super Spaß. Böse, böse Geräusche. Vorne ist Han Solo. In seiner eingefrorenen Version. Das haben die wohl gerne, ne? Die Entwickler. Habe ich eigentlich erzählt, das sind die wirklich, also selben Entwickler wie bei Northern Unforgiving. So, ein Northern Hymn, meine ich natürlich. Eigentlich ganz interessant, dass sie denselben Jumpscare noch einmal machen. Frechdachse. Aber ich meine, never touch a running system, ne? Wenn es funktioniert, dann funktioniert's. Nein. Da ist bestimmt kein Loch nach oben oder so, wo bestimmt keine Hand rauskommt. Naja, wir gehen mal durch das Tor. In Niflheim durch irgendein Tor durchgehen, was man nicht kennt, ist bestimmt eine super gute Idee. Würde ich auch jedem empfehlen. Das habe ich auch in so einem Reiseführer mal gelesen. Da oben wurde Simba getauft. Ah ne, stimmt gar nicht. Wurde der da getauft? Ne, der wurde da präsentiert. Ausgerufen. Seht her, der König warf ein neues Gestein. Ne, warte. Wow. Du versuchst sie über den Karadras zu führen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Bin mir aber eher unsicher. Boah, da hinten sitzt noch einer. Oh. Das ist ein Arm. Nase. Ich fühle mich wohl. Ich kletter jetzt mal hier. Stört dich nicht, oder? Der schläft so tief. Was soll so eine... komm. Alles ganz ruhig. Alles ruhig. Alles gut. Alles ist okay. Nichts kitzelt. Das Spiel erwartet nicht, dass ich über die Finger laufe. Ja, alles gut. Soll sich mal nicht so anstellen, wenn der da so günstig liegt. Wie eine Brücke. Dann muss er damit rechnen, dass er auch wie eine Brücke benutzt wird. Wie er da liegt. Kann man fast schon beneidenswerte Gefühle hoch, so. Man kann ihn fast schon beneiden, wollte ich eigentlich sagen. Naja. So, da schläft der nächste Zwerg. Knirsch, knirsch, knirsch. Schönes Soundfile dafür auf jeden Fall. Ich speichere mal schnell. Guck mal da, die Augen. Also das Licht der Augen einfach so. Das ist so tödlich. Oh.
Was haben wir jetzt? Hat jemand sein Schlagzeug gefunden? Du willst mich nicht sehen, alles gut. Der hat auf jeden Fall, der ist der Meister des Tunnelblicks, der Typ. Schnell, 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 schnell. Alles gut, schnell. Wieso machen die jetzt diese Trommel an? Ich dachte gerade echt, er würde mich verfolgen. Hi. Ja, okay, die sind bei weitem nicht so gefährlich, wie man denkt. Die haben echt einen wahnsinnigen Tunnelblick, die Guten. Aber die Mucke ist gut. Richtig gut. Oh, eine E-Gitarre. Ich frage mich ja, was die da damit bezwecken mit ihrer Wacht. Wir müssen ja davon ausgehen, dass sie was sehen könnten, sag ich mal. Oder suchen die noch die Wissenschaftler? Wahrscheinlich, ne? Die bewachen den Absilov-Schlüssel. Und das mit Leib und Seele. Es ist hell hier, ey. Wow. Aber jetzt könnt ihr sehen, der Filter ist perfekt. Wow. Voll gut. Also ich bin begeistert. Absilov Schlüssel. Au. Wer bist du denn? Fenriel. Oh. Unser Mauzi kommt. Hey Fenris, warte. Danke sehr. Unser Questlog ist extrem begeistert davon, was wir gemacht haben. Danke sehr. Süßi. Oh. So ein Süßi. So, und das ist mal Technik, die gelobe ich mir. Obwohl das umgefallen ist, können wir trotzdem hier unser Wesen speichern. Und auf nach Midgard. Zack. Errungenschaft freigeschaltet. Traveling Seer. Complete Chapter 3 on Seer Difficulty. Und das andere. Wir sind ja immer noch auf der... Wie heißt die nochmal? Aber jederzeit nachgucken, nicht? Allgemein. Deutsch. Auf der Schwierigkeit Deutsch. Na, hier Wikinger. Nur so. Es gibt noch Berserker und Gott. Ja, wir bleiben auf Wikinger, auf jeden Fall. Gott, klar. Henrik, Sarah, can you hear me? Timing is a little bit bad. Do you have the key? I got it, but I have to tell you that... Just insert the artifact key into the tablet and hurry back here. There's something we want to show you. Der Timing ist gerade ein bisschen schlecht. Du hast extrem wichtigen Schlüssel gefunden, nachdem wir seit Ewigkeiten suchen und der einzige Grund ist, warum wir überhaupt noch leben. Und die eigentliche Möglichkeit, warum wir später überhaupt noch leben können. Timing ist gerade schlecht. Anderson, was hat er? Was hat er wieder ausgebrüxt, der Junge? Der ist mir auch nicht ganz koscher, muss ich sagen. Der scheint so ein bisschen merkwürdig zu sein, insgesamt. Zoom. Zoom. Zoom.
Kann ich hier nicht runterspringen? Ne, darf ich nicht. Unsichtbare Wand. Unsichtbare Wand. Das ist unsichtbare Wand. Mythology Research, Note 2. Me and Henrik delved into the carvings and historical material recovered from Asgard. Asgard. It depicts a lot of the events that we have represented in the book The Younger Edda. But some written stories seem to be minor versions of the true events. Something that really catches my attention is the final story of the trickster Loki. The story depicts a prank where Loki has the blind Hodur fling a spear against the immortal Baldur. The blind brother didn't know that the spear was tipped with mistletoe and accidentally ended the life of Baldur. The real aftermath of this prank is very different in comparison to the ones in the Edda. Apparently, the vengeful gods went on a killing spree, ending the sons and daughter of Loki. Only to eventually have him imprisoned. Forever. These stories keep getting worse and worse. Okay, Edda sagt mir sogar was. Irgendwas war da. Also die Edda-Geschichten ist ja mehr oder weniger das, was so die ganze nordische Mythologie einmal umschreibt. Basiert natürlich nicht darauf, aber ist so ein bisschen das Christentum mit der Bibel. Kann sein. Weiß ich nicht. Nee. We've had lots of difficulties maneuvering the other 8 worlds of Yggdrasil to find the artifacts that we need. That is, until now. Henrik found out that magical beings can see on a spectrum that is invisible to mere mortals. And with artifacts and knowledge brought home from Vanaheim, Henrik has managed to infuse this magic into an augmented reality implant, making the spectrum visible to the user. And this is an amazing leap forward to unlock the secrets that these worlds are holding from us. Okay, das haben wir also im Gehirn. Das ist okay. Dass dieser verlorene Seelenfuzzi, der uns gerade angegriffen hat, das war nicht Plan, das fand ich ein bisschen doof. Ich wollte eigentlich den Ausblick quasi genießen und mir das mal anschauen. Wow. 5, 6, 7, 8. Nee. Komm. So. Wir müssen eh gucken, ob wir ein Dingens bekommen. Oh. Ich hab's da kriechen gehört. Oh, ein Steinchen. Hier wäre ein... Was war das denn? Das ist die Tür, die so lauter geballert hat? Das ist ja frech. So. Hier ist auch eine 5. Wow, das war gerade sehr, sehr schwierig. Alles klar, wir haben echt nicht mehr viele, viele Sachen. Hier ist der Aufzug. Okay, ich will mal einmal hier rumgehen. Ich weiß, hier ist das Tablett, wo wir rein müssen. Aber ich würde mal einmal gerne hier rumgehen und gucken, ob wir hier irgendwo einen Auflader finden, sag ich mal. Ja, hier sowas kriegen wir auf jeden Fall auf. Ist einfach verriegelt, okay. Werden wir nie aufbekommen. Alles klar. Oh, die 4. Bohrkorb. Oh, guck mal, ein schönes Bildchen. Schade, dass sie über solche Bilder so wenig zu sagen haben hier. Muss ich sagen, hätte ich gerne. Oh, hallo. Frechdachs. Ein Stein. Cool. Oh, da hinten ist schon wieder so ein Frechdachs. Ich weiß gerade nicht, wo der lang läuft. Läuft er hier rum oder dreht er sich einfach um? Das kann alles sein, ne? Okay, der dreht sich einfach um. So, gibt es denn hier oben irgendwo ein Aufladestäbchen? Weißt du das gerade? Wäre gut, wenn du mir das kurz sagen könntest. Die Türen sind manchmal so laut.
researcher Yang, Note 12. I had heard much about Borgcorp before attending the first interviews. Most of it mixed, as is usually the case of enterprises built around the ideas of single, eccentric individuals. But the way people spoke about it, it sounded more like some idealistic crusade rather than a scientific excursion. Perhaps that's why I took the job to begin with. To disprove the pseudoscience proposed by others working on the logical puzzle that is the Absolov. From the beginning, I have treated this as a natural phenomena, and I will not simply believe. In time, we'll find an explanation for the Absolov's existence. By then, I hope the fool spouting paganistic nonsense will be a long way from here. Ja, schade eigentlich, ne?